wartet, bitte. Ihr gehört zur Siedlung, stimmt's? Ihr müsst aufhören, diese Energiestation zu bestehlen. Ich bin hier der Vorarbeiter. Fatra sagte, wenn das nicht aufhört, exekutiert er meine Familie. Du hast ja gar nichts zu sagen. Hallo. Und damit schöne Grüße aus Star Wars The Old Republic mit dem Halbam und mir. Jutta. Ist ja krank. Was kümmert es Fatra, wenn ich ein wenig Energie abzapfe? Energie ist das Einzige, was die Hutten nicht verschwenden. Sie nehmen ihre Energiereserven sehr ernst. Hör zu, ich mag diese Siedler, aber ich muss meine Familie beschützen. Ich muss rausfinden, an wen die Siedler verkaufen und den Typen ausschalten. Ich weiß von nichts. Ist schon was geplant? Fatra hat mich nicht umsonst zum Vorarbeiter gemacht. Ich habe diese besondere Energiezelle mit einem Sender versehen. Der Sender überträgt seinen Standort von überall auf Hutter. Wenn ihr diese Energiezelle den Siedlern gebt, kann ich ihren Schwarzmarktkontakt finden und aufhalten. Naja, die Sache ist so, wir würden damit jetzt hier für Fafra arbeiten und nicht für Nimro, ne? Das wäre, glaube ich, kontraproduktiv. Nee, wir wollen nicht Arbeitgeber wechseln. Das macht man nicht. Ich soll den Siedlern also nichts von dem Sender sagen? Nein, das muss ein Geheimnis bleiben. Wenn ich diesen Schwarzmarktkontakt nicht loswerde, stirbt meine Familie. Nehmt die Energiezelle mit dem Sender und gebt sie den Siedlern. Ich bitte euch. Ja, nee. Das tut mir leid für ihn, aber nee, Nimro ist halt leider Chefe. Vergesst es. Ich werde meinen Auftraggeber nicht betrügen. Es ist, weil ich ein Mensch bin, oder? Ich hätte wissen müssen, dass das einen Fremdling nicht interessiert. Genau, genau deswegen. Ich muss zu meiner Frau und meinen Kindern und einen Ausweg finden. Wir haben keine Credits gespart und keine Zuflucht. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Lied und kehre nie zurück. Fly, you fool. Wenn ihr eure Familie einpackt und sofort losrennt, könnt ihr euch in den Sümpfen verstecken. Ich hoffe, ihr sterbt. Ich gebe noch einen geilen Rat. Ich hoffe, ihr sterbt. Was für ein Wichser, ey. Ja, vor allem Familie einpacken, so in Einzelteilen im Koffer. Ja, sagt man so, ins Auto packen. So Tetris-mäßig reingestapelt. Ja, klar. So, und ich soll hier den ehemaligen Buchhalter von Nimro erledigen. Genau, eine Quest, Klassenquest für ihn hier. No! Mich versteckt, da ist ja noch einer. Ups. Kassiert. Na, willst du etwa vor mir fliehen? Viel Erfolg dabei. Oh nein. Oh nein. Nein. Oh nein, nein, nein. Der tut mir irgendwie leid. Ich will nicht sterben. Ich wollte Nimro niemals verraten, aber Fatra hat mir so viele Credits angeboten. Dann hat Fatra mich nicht bezahlt. Er hat mich eingesperrt. Hat gedroht, meine Frau umzubringen, wenn ich nicht seine Buchhaltung machen würde. Ich war so dumm. Bitte, 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 verschont mich. Ich werde alles tun, was ihr wollt. Bitte, bitte, bitte. Null, was null, bitte. Könnt ihr für mich tun, Jalt? Ihr müsst mich nicht töten. Ich werde einfach gehen und mit meiner Frau den Planeten verlassen. Und bevor ich gehe, lösche ich noch Fatras Konten. Fatras finanzieller Ruin wird Nimro so glücklich machen, dass ihm egal sein wird, was mit mir passiert. Ich weiß immer noch nicht, was ich davon haben soll. Ich kann nur bestimmte Transaktionen mit Fatras Geld ausführen. Aber es gibt ein kleines Spesenkonto, das ich euch überschreiben könnte. Nee, sorry. Profi hier. Ich werde bereits bezahlt. Also im Licht der Isis und den Videos, die ich da unfreiwillig gesehen habe, finde ich das gerade verdammt eklig. Hauptsache, du hältst den Beutel mit dem Kopf einfach nur so. Oh, sein oder nicht sein? Schön. Zusammen. Den lege ich dir unter den Weihnachtsbaum. Ein bisschen raus, aber... den kann man noch essen. Ja, okay. Weil gekühlt ist auch gut. Wie Mutter immer sagt, wenn ich immer sage, ist abgelaufen. Nee, das war... Komm, ist trotzdem. Oh, ich muss mich gerade daran erinnern. Ich spiele insgesamt 3 Runden Pen and Paper Star Wars Edge of the Empire. Und in einer davon haben wir tatsächlich, also beziehungsweise da ist halt irgendwo ein Kopfgeldauftrag aufgeploppt. Und
da hat er sich gedacht, naja, irgendwie müssen wir den Kopf her transportieren. Und dann haben die sich tatsächlich eine Kühlbox für den Kopf gekauft, damit es im Schiff nicht so mieft. Aha. Ich hab gedacht, ich werde nicht mehr. Gehen die in die Bar und fragen, können wir den Kühlschrank haben? Das habt ihr im Pen and Paper gemacht? Ja, genau. Wir spielen halt, Edge of the Empire ist halt verdammt genial. Da bist du halt. Edge of the Empire? Ja, oder am Rande des Imperiums auf Deutsch. Ja, ich weiß, weil es auf Deutsch ist. Ja, schon klar, nee, so, hierzulande heißt es halt so. Ich soll ja nicht so mit unnötigen englischen Begriffen um mich werfen. Nee, nicht unnötig. Fuck noch das eins. War ja nicht unnötig, das war ja ein Name. Also in Deutschland haben sie es tatsächlich sogar übersetzt. Und worum handelt es da? Das interessiert mich jetzt grundsätzlich, gerade. Also grundsätzlich, können wir, weißt du was, mach erstmal ganz kurz hier deine Klassenquest, dann können wir auf den Rückweg, ja. Ja, genau, okay, machen wir so. Hier sehe ich geil aus, verkleidet. Hauptsache, ich brauche nur so eine Rüstung, ey. Ja, echt großartige Security. Ich bin ein gutes Computersystem. Ich erkenne alles. Unfehlbar bin ich. Fidelis, mach, dass es Bumm macht. Kaputt. Och nö. Kaputt machen. So zum Beispiel? Jawohl. Naja, also Edge of the Empire, wie halt Pen and Paper generell so, ist es halt eben nicht nur eine Story. Es spielt jedenfalls. Also, andersrum. Es gibt insgesamt 3 Sourcebooks, die gerade in der Entwicklung oder teilweise schon draußen sind. Edge of the Empire, Age of Rebellion und, oh Gott, noch irgendwas mit Force, keine Ahnung. Der Großteil davon, also eben Edge of the Empire und Age of Rebellion, spielen halt eben zur Zeit des Galaktischen Bürgerkriegs. Achso, vor der alten Trilogie. Nee, also so während Episode 4, 5, so die Dreh. Also zumindest laut Opening Crawl, wobei man das ja natürlich sehr liberal interpretieren kann, ja. Spielt Edge of the Empire direkt nach Episode 4 oder halt zumindest kurz nach Episode 4. Aha, okay. Und ja, es beschreibt halt, also dieses Sourcebook beschreibt halt vor allem eben den Outer Rim, alles was so in Richtung... Ja, so, ja, Wilder Westen sozusagen geht. Also du hast Kopfgeldjäger, du hast Schmuggler, Outlaw-Tex, Siedler. Und da geht's halt eben immer so ins Graue, ins Illegale. Sehr viel mit Hutten und sowas ist da drin beschrieben. Cool. Und ja, es macht einfach nur verdammt viel Spaß. Ich meistere 2 Runden. Du kannst übrigens die Klamotten wieder wechseln, ne? Nicht vergessen, das, was du gerade anhast, hat keine Stats. Einfach ach so, das ist eine richtige Rüstung. Ja, genau. Ach so. Das ist das einzige Mal im Spiel, wo das tatsächlich so funktioniert. Sehr cool. Und ja, also ich meistere 2 Runden, eine auf Arbeit, eine in meiner WG. Und mit ein paar Kumpels spiele ich noch eine, da bin ich dann halt wirklich nur Spieler. Ja. Wie so ein Pen and Paper abläuft, weißt du grundsätzlich, oder? Ja, klar, das kenne ich. Ich erkläre es mal noch für die Zuschauer, ein paar kennen es vielleicht nicht. Im Endeffekt ist das quasi wie eine Art durch Regeln gesteuertes Improvisationstheater, kann man sagen. Also man erstellt sich halt einen Charakter, wie man es auch bei einem RPG machen würde, und steuert den dann eben durch eine Welt. Die Geschichte wird dabei von einer anderen Person vorgeschrieben oder von einem Regelbuch, falls man sich sehr sklavisch dran hält. Und Entscheidungen, zum Beispiel eben, ob was funktioniert hat, ob man getroffen hat, ob man es geschafft hat, einen Safe zu öffnen oder was weiß ich, die werden ausgewürfelt, je nachdem, was für Charakterstats man hat. Und so kann man sich theoretisch unbegrenzt durch eine Geschichte durchspinnen. Und da bist du anders als bei einem RPG, wo es halt drauf ankommt, ist diese Option einprogrammiert oder nicht, eben nicht daran gebunden, sondern du kannst alles Mögliche machen. Das ist hier Sache mit Kühlschrank und Kopf. Da hat unser Spielleiter den Kopf geschüttelt, als sie diese Idee hatten. Was hat er gesagt? Da hat dann der Barkeeper, den hatte sagen lassen von Kühlschrank, was ist das für eine Aktion? Ja klar, ihr könnt meinen Kühlschrank haben, wenn er mir dafür eine Jukebox holt. So mit der Logik. Und, ich meistere, wie gesagt, 2 Runden. Die eine auf Arbeit, da haben wir es so gemacht, also da habe ich es so gemacht, da sind die gerade beim Überflug von Balmorra raus nach Telos 4 und werden allerdings auf dem Weg von der Imperialen, also das sind alles Flüchtlinge auf einem Schmugglerschiff, und sie werden allerdings auf dem Weg von der Imperialen Patrouille abgefangen, so schön mit Abfangkreuzer.
Ja. Und dabei wird das Schiff stark beschädigt. Sie schaffen es gerade noch so wegzuspringen, aber das Sublichtsystem, also die Sublichttriebwerke sind jetzt hinüber. Und sie konnten gerade noch so einen Planeten anspringen, so direkt in die Atmosphäre rein und müssen da jetzt ihr Schiff reparieren. Und abgestürzt sind sie auf Wayland. Diejenigen, die die Thrawn-Trilogie gelesen haben, denen dürfte das was sagen. Mehr spoiler ich mal noch nicht. Ja, das will ich mir noch reinziehen, die Thrawn-Trilogie. Ich habe übrigens schon alle Giftechsen, den Bonus können wir stecken mit den 10 Giftechsen. Ich hatte Glück, hier und da waren halt 4 oder so drin. Ja. Oh. Ist ja gut, hier gibt's gar keine mehr. Ja, auf der anderen Seite von der Wand da vorne sind noch ein paar. Ja, das würde ich auch mal gerne so Pen and Paper spielen, aber ich finde irgendwie keine Leute mal. Ich bin am überlegen, ob ich mit ein paar Leuten so über Skype Konfi-Schaltung mal eins mache. Das ist nicht dasselbe. Ist nicht ganz dasselbe, kann aber auch viel Spaß machen. Also ich ziehe das auch als Spielleiter halt sehr multimedial auf, also immer schön mit Star Wars Soundtrack oder halt sehr viel SWTOR Soundtrack im Hintergrund. Bebilderung, jetzt, ich habe auch eine Weltkarte in Photoshop gemacht und dann groß ausgedruckt, da wir da drauf mit Spielsteinen unsere Positionen markieren. Lass mal in die andere Richtung, da sind noch Kisten. Ach, da ganz hinten, oh warte. Die Depp, da habe ich einen angelockt. Und die andere Runde auf Arbeit, da habe ich die Charaktere vorgegeben, weil von den meisten da noch nie jemand sowas gespielt hatte. Ja. Und da habe ich denen eine hochspezialisierte Söldnertruppe zusammengestellt, die von einem Hutten, der nicht ganz zufälligerweise ziemlich große Ähnlichkeit mit unserem guten Nemro hier hat, losgeschickt werden, um auf Tatooine einen Drogenschmugglerring auszuheben, der die Autorität des Huttenkartells unterminiert. Ah, okay. Und die Fässer, hier sind keine Fässer mehr. Ja, wie gesagt, lass mal eins weiter, da sind noch welche. Ach so. Ja, und da habe ich halt eben so auf meine WG-Mitglieder eben Charaktere zurechtgeschneidert. Da haben wir zum Beispiel einen imperialen Ex-Marine dabei, der schon damals angefangen hat, auf eigene Faust zu arbeiten. Der ist dann halt irgendwann rausgeflogen. hat schon ein kybernetisches Auge, weil dem mal eine Explosion ein Stück Gesicht genommen hat. Sehr interessant, okay, cool. Dann haben wir eine 15-jährige kleine Hackerin, die sich in den Tiefen von Coruscant mal rumgeschlagen hat. Ihre ganze Gang wurde von der Exchange ausgelöscht. Ich weiß gar nicht, ob die Exchange zum Galaktischen Bürgerkrieg noch existiert. Ich habe es einfach mal dazu geschrieben. Sicherheit. Brauchst du immer noch welche? Ja, ich brauche noch 2. Wir waren immer nur einer drinne. Da vorne sind noch welche. Ja, und sie wurde dann eben von Galgorra, den Hutten, so ein bisschen unter die Fittiche genommen. Was für ein nicht ganz schlecht aussehendes 15-jähriges Mädel in der Unterwelt nicht ganz verkehrt sein kann. Oh, also wir gehen da schon relativ, wir gehen da schon relativ düster ran. Also Vergewaltigung und sowas sind da schon mal Themen. Ach so, das ist ja toll. Dann haben wir, ist so ein bisschen mein persönlicher Favorit. Hast du noch Kisten? Ja, ich bin durch. Fertig mit Kisten. Alles klar, wunderbar. So ein bisschen mein persönlicher Favorit, ein... Oh Gott, wie hieß die Spezies? Chlordite? Hier diese Gestaltwandler aus Episode 2 vom Anfang da, wo Sam Wessel eine von ist. Ich glaube, Chlordite hießen die. Episode 2? Ja. Also Kopfgeldjägerin am Anfang. Ja. Episode 2. Ich weiß sie nicht mehr. Ich glaube, Chlordite hießen die. Jedenfalls, der ist halt Alien und die sind halt relativ verhasst im Imperium, bekannterweise. Er ist Schauspieler. Er wechselt sich halt immer so in perfekt für die Rolle passende menschliche Gesichter. Und er wird jetzt halt so ein bisschen erpresst, da mitzumachen, weil ansonsten auffliegt, dass die ganzen tollen Filme, für die er so gefeiert wurde, halt von einem Alien gespielt wurden. Und dann sind die ja nichts mehr wert, so in die Richtung. Ach so, okay. Ist ja interessant. Gut gemacht. Cooler Charakter. Vatra wird sich so schnell nicht wieder einfallen lassen, Nemro aus dem Geschäft zu drängen. Mir gebührt der ganze Dank. Das sollte dann erledigt sein. Aber ja, Nemro wird entzückt sein. Viel Spaß mit den Credits. Ich hätte mal so ein Video richtig heiß gemacht von solchen Amerikanern aus Chicago, die zu fünft Cyberpunk 2044 oder so gespielt haben. Das sagt mir gerade gar nichts, aber ich bin auch nicht so bewandert. Das ist auch ein heftiges Tabletop-Spiel. Das habe ich mir, das geht so richtig stundenlang. Ich habe mir 5 Stunden, glaube ich, angeguckt. Und es ist einfach so geil, die Storys, die sich ausgedacht haben.
mit, wo du dann die, wo die sind dann, müssen dann in so ein Hotel einziehen, in Cyberpunk, das ist halt so ein futuristisches Spiel, und dann müssen die halt ihr Geld irgendwo investieren in entweder eine Garage mit einer, die ihre Bikes da unterbringen können, oder halt ein Auto, was sie am Anfang bekommen haben. Und einer hat so einen korrupten Chip eingepflanzt bekommen, und der muss dann innerhalb seiner Rolle, muss er dann halt so dann den Hersteller der Chips irgendwie verteidigen innerhalb der Gruppe noch, und die müssen dann mit so, ach, das ist so toll, das finde ich einfach so geil. Okay. Ich glaube, das stecke ich drin. Man muss mal eine Folge angucken, du wirst direkt sagen, Cyberpunk muss ich direkt spielen. Okay, mal schauen. Also Tabletop-Spiele spielen wir auch manchmal. Pen and Paper geht ja ein bisschen mehr in eine andere Richtung. Das ist ja wirklich so eine Dauerbeschäftigung. Also da kannst du schon mal dutzende Sessions an einem Spiel hängen. Aber hier und da, also zum Beispiel, sehr geil finde ich auch, oh Gott, wie heißt es denn? Robinson Crusoe Abenteuer auf der verlorenen Insel oder sowas heißt es denn, glaube ich. Aha. Es ist ein kooperatives Brettspiel, also ja, Brettspiel. Es ist halt ein kooperatives Gesellschaftsspiel, wo man eben auf einer Insel gestrandet ist, und je nachdem, was für ein Szenario hat, muss man halt unterschiedliche Sachen erledigen. Und das ist halt übelst krass gut gebalanced. Du hast halt irgendwelche Sachen, die immer passieren können, jede Runde, also jeden Tag dann im Endeffekt. Ja. Dir kannst dein Lager wegschwemmen, du kannst von einem Tier verfolgt werden. Das sind dann häufig auch Sachen, die einen später dann einholen, wenn man nichts dagegen macht. Ach geil. Das ist ja so geil. Also das macht extrem viel Spaß. Das ist von Pegasus Games, keine Ahnung, ich glaube 30€ oder so die Drehe. Und da haben wir schon sehr viele Abende dran verschwendet. So, hier, ja. Stahlstimme, wir sollen den Fluss reinigen. Stimmt. Was macht die Olle hier? Ihr da. Der alte Mann hat euch geschickt, nicht wahr? Ich kann seinen üblen Gestank nach Chemikalien von hier aus riechen. Wisst ihr, was diese Chemikalien anrichten? Sie reinigen das Wasser, sicher. Aber sie stellen auch widerliche Sachen mit den Tieren im Wasser an. Mutieren sie und lassen sie durchdrehen. Sie kommen doppelt so groß aus dem Wasser raus und 10-mal so bösartig. Und sie löschen uns aus. Meint ihr, der Kerl weiß das? Deren Make-up sieht irgendwie aus, als hätte die jemand kopfüber in Farbeimer getunkt. Ja, aber eingefallen. Ups. Vielleicht wusste der alte Mann nicht, was seine Chemikalien anrichten. Was? Meint ihr, nur weil er stirbt, ist er freundlich und unschuldig? Der alte Mann ist verrückt. Ihm ist es eindeutig egal, ob wir bei der Reinigung alle sterben. Wenn ihr uns helfen wollt, solltet ihr zu dieser Station gehen und die Ventile zerschmettern, die Chemikalien freisetzen, damit niemand mehr diese Station nutzen kann. Bezahlt mich. Was ist euch euer Dorf wert? Ich kann euch nur ein paar Credits anbieten. Wir sind kein wohlhabendes Dorf, aber wenn das die Monster in Schach hält, ist es uns das wert. Bitte, werdet ihr uns helfen? Ach komm, sind wir mal nicht so herzlos. Ach, schwierig, ne? Finde ich auch halt kacke, wenn der Typ irgendwie sagt, guck mal, Wassereile, aber dann so Mutanten ausspringen, ist auch nicht so geil. Ja, stimmt. Ich werde den Fluss weiter reinigen. Herzloser Mörder. Was? Also hast du das Falsche geklickt. Okay. Nein! Zurück! Tja, so spät. Was ist das denn? Ja, das ist das Problem. Jetzt sehe ich nicht mehr, was gut und böse ist. Jetzt habe ich das ja ausgeschaltet. Naja, gut. Also im Zweifel hätte man sich schon herleiten können, von wegen hier Menschen das, retten. Ich glaube, der Wortlaut war irgendwie zu ähnlich und ich habe nicht genau hingeguckt. Das ist gerade nicht mehr genau. Siehst du, so schnell geht das bei mir weg. Wer haben wir denn da? Hier haben wir Vorarbeiter-Ram. Rahmsoße. Was? Wieso seid ihr nicht in eurer Fabrik? Das hier ist Nemros Zentralfabrik, sein größtes Werk. Und jetzt sind ein paar Evoki aus dem Nichts aufgetaucht und haben die Fabrik übernommen. Gerade lief noch alles wie immer und plötzlich waren sie überall. Ich konnte entkommen, aber die Sumpfratten haben die meisten meiner Arbeiter als Geiseln genommen. Wollt ihr mich nicht vielleicht daran hindern, mich mit nur einer Stange Detonit und einem Bolzenschussgerät bewaffnet auf einen Haufen wütender Evoki zu stürzen? Ehrlich gesagt würde ich das gerne sehen. Klingt nicht weiter schwierig eigentlich. Was hat der für Probleme? Mit ein paar Evoki werde ich allemal fertig. Da bin ich ja froh. Sonst müsste ich mir aus diesen Schlammpumpen hier ein Katapult basteln. Die Geiseln sind im Keller, aber ihr kommt nicht direkt da rein. Ihr müsst erst die Aufzüge über die Hauptkonsole aktivieren. Die Hauptkonsole ist im obersten Geschoss. Nehmt die Aufzüge in Betrieb und fahrt dann runter in den Keller, um meine Arbeiter zu befreien, ja? Das sollte kein Problem sein. Denkt daran, erst nach ganz oben. Die Aufzüge müssen erst aktiviert werden. Das muss ich mir aus diesen Schlammpumpen meinen Katapult bauen.
Ganz ehrlich, ich würde das verdammt gerne sehen. Na gut, dann Evoki lassen wir dann beim nächsten Mal ausbluten, wa? Folge beenden? Ja, machen wir mal. Ja. Alles klar, danke fürs Zuschauen. Sehen uns dann entweder morgen wieder nächste Woche. Ich weiß nicht genau, ob jetzt Sonntag oder Samstag ist bei euch. Ich komme auch schon ganz durcheinander. Ja, bis zum nächsten Mal. Stay frosty.